German Heidegger. Auf der Landstraße im Ist der Platz frei? Ich hätte gern meine Ruhe. Sie sind in Paris, mein Freund. In dieser Stadt trinkt niemand allein. Also, was feiern wir? Gar nichts. Aber wenn Sie ein paar aufs Maul wollen, helfe ich Ihnen gern weiter. Ich hätte mir auch denken können, dass Sie in Selbstmitleid zerfließen. Aus gutem Grund, nehme ich an. Was geht Sie das an? Denken Sie, Sie sind der einzige Mann hier, der sein schlechtes Gewissen ertränken will? In dieser Stadt wimmelt es von Leuten wie uns und wir haben alle gute Gründe. Ich habe Sie in den letzten Wochen beobachtet. Es ist offensichtlich, dass Sie die Deutschen hassen. Die Frage ist, wie viele Menschen diesen Bestien in Kampfstiefeln noch zum Opfer fallen, während Sie hier herumjammern? Sie würden mir auf der Stelle diese Flasche überziehen, aber wenn es darum geht, diesen Leuten zu helfen, rühren Sie keinen Finger? Das ist nicht mein Land. Oh, haben Sie Ihr Gewissen an der Grenze abgegeben? Endet die Gerechtigkeit an einer Linie auf einer Karte? Ja, wenn es eine Karte von Irland ist. Ihr Franzosen habt völlig falsche Vorstellungen. Öffnen Sie die Augen! Der Krieg ist überall! Es gibt kein Entkommen! Sie können sich hier verkriechen und den Krieg mutigeren Männern überlassen. Oder Sie gehen jetzt durch diese Tür und tun, was zu tun ist. Sie haben die Wahl! Nicht so laut. Was Sie da reden, könnte uns beiden eine Kugel im Kopf einbringen. Ich habe nicht vor, nur zu reden. Gleich um die Ecke ist ein Innenhof. Dort finden Sie mich, wenn Sie nicht mehr davonlaufen wollen. Hey, tut mir leid. Sie scheinen ein Mann zu sein, der lieber aufrecht sterben würde, als sich knechten zu lassen, hä? Mir wär's lieber, die Crowds würden krepieren. Ausgezeichnet. Am Ende der Straße ist ein deutsches Treibstofflager.
5000 Fässer Diesel, bewacht von einer Handvoll betrunkener Schwachköpfe. Klingt nach einer brandgefährlichen Sache. Sie sprechen mir aus der Seele. Wir brauchen etwas, um das Feuerwerk zu zünden. Ich weiß, wo wir alles bekommen, was wir brauchen. Aber zuerst, sind Sie bereit, wenn nötig, jemanden zu töten? Wenn Sie mich fragen, stehen diese Bastarde schon mit einem Bein in der Hölle. Ich roll nur den roten Teppich aus. Das da ist mein Auto. Ich fahre. In der Nähe ein deutsches Nachschublager entdeckt. Wir haben sicher nichts dagegen, wenn wir uns ein paar Dinge borgen. Hatten Sie schon mal mit Sprengstoff zu tun? Ich hatte mal mit einer Bombenfrau zu tun, aber die war leider verheiratet. Das hier ist kein Spiel. Okay, regen Sie sich ab. Ich weiß, was ich tue. Dachte ich mir fast. Merit, sehen Sie sich das an. Überall Deutsche. Diese Bastarde befallen diese wunderbare Stadt wie Kakerlaken. Denen scheint es hier zu gefallen. Es wird Zeit, dass wir ihnen zeigen, was Gastfreundschaft ist. Wir sind illegaler Holzempfänger in Unterdach und wird mit aller Härte des Gesetzes bestraft. Thank you.
Attendre le bus? J'ai bien l'impression que ma maîtresse me trompe. Sie scheinen ein Mann zu sein, der lieber aufrecht sterben würde, als sich knechten zu lassen, hä? Mir wär's lieber, die Crowds würden krepieren. Ausgezeichnet. Am Ende der Straße ist ein deutsches Treibstofflager. 5000 Fässer Diesel, bewacht von einer Handvoll betrunkener Schwachköpfe. Klingt nach einer brandgefährlichen Sache. Sie sprechen mir aus der Seele. Wir brauchen etwas, um das Feuerwerk zu zünden. Ich weiß, wo wir alles bekommen, was wir brauchen. Aber zuerst, sind Sie bereit, wenn nötig, jemanden zu töten? Wenn Sie mich fragen, stehen diese Bastarde schon mit einem Bein in der Hölle. Ich roll nur den roten Teppich aus. Das da ist mein Auto. Ich fahre. Nachschublager entdeckt. Die haben sicher nichts dagegen, wenn wir uns ein paar Dinge borgen. Hatten Sie schon mal mit Sprengstoff zu tun? Ich hatte mal mit einer Bombenfrau zu tun, aber die war leider verheiratet. Das hier ist kein Spiel. Okay, regen Sie sich ab. Ich weiß, was ich tue. Dachte ich mir fast. Merde,
Sehen Sie sich das an. Überall Deutsche. Diese Bastarde befallen diese wunderbare Stadt wie Kakerlaken. Wem scheint es hier zu gefallen? Es wird Zeit, dass wir ihnen zeigen, was Gastfreundschaft ist.